Hey Leute, ich bin's wieder, Drachecharo mit LP hindran und wir fahren fort mit Let's Play The Legend of Spyro, The Eternal Knight. Beim letzten Mal haben wir den Historiker angetroffen und der hat uns geraten, dass wir nicht hierher kommen sollen, um Cinder zu befreien. Da sie dem Bösen wieder verfallen wird. Mi, 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 mi. Zwar hat gesagt, nee, ich gehe. Der Historiker, gut, dann werde ich dich nicht aufhalten. Ein Laser. Ich nehme mal stark an, der soll uns nichts treffen. Aua. Okay. Ah, hinter den Mauern kann uns der Laser nicht treffen. Aber das vom letzten Mal hat uns aber auch gezeigt, dass es mehr Elemente als nur die vier gibt, die Spyro beherrscht. Denn der Dunkelmeister hat scheinbar auch das Windelement beherrschen können. Also nicht nur. Vielleicht wird Spyro auch mehr Elemente lernen mit der Zeit. Hallo? Ist hier was? Warum rennen diese Affen weg von mir? Die wollen mich in eine Falle locken, ich weiß. Aber trotzdem. Ich brauche noch Kram, damit wir unseren Kram verbessern können. Ich will nämlich. Ja, das kriegen wir nicht mehr hin, Leute. Das können wir vergessen. Oh, schade eigentlich. Ist das die gleiche Statue? Ja, ich glaube, das ist sogar die gleiche Statue, wie sie. Ah, die Musik ist schön. Wie sie im Drachentempel steht. Ja, das ist alles der Dunkelmeister. Ja, ist okay, er rennt wieder weg. Wie voll die feigen Nasen seid. Spiel hat gespeichert. So. Aber der Berg hat sich vom Malefors, oh, der Bösartigkeit des Dunkelmeisters einfach gespalten. Ach ja. Was willst du, Großer? Wow, du kannst unsichtbar sein. Was für ein schöner Trick. Na komm. Es wird dir aber auch nicht helfen. Okay. Aua. So. Na doch, die Kollegen hier scheinen doch aggressiver zu sein als ihre sonstigen Kumpanen. Und vielleicht sogar einen Ticken besser organisiert. So. Ja, wir haben natürlich noch unseren Schwall, aber ich will den jetzt nicht hier diese Situation benutzen. Die ist ja relativ machbar. Na kommt. So. Zwei. Drei. Vier. Und Yeet. So macht man das doch gerne. Na, will noch irgendeiner von euch was? Nein? Hm. Und ich dachte mir schon, irgendeiner will was. Tja, da tut mir leid, dann habe ich mich wohl. Ja, habe ich wohl falsch gehört. So. Eins, zwei.
3, 4 und 5. Ja, vielleicht kriegen wir doch genug zusammen, um das Eiselement doch noch irgendwie upgraden zu können. So. Also mich würde es auf jeden Fall freuen. Na komm. Ah, der ist schon weg vom Fenster. Einer von den beiden auch. Der auch. Und dann fehlt nur noch der da hinten, der gerade scheinbar dazugekommen ist. Ja. Mein Hammer ist so schwer, ich kann ihn gar nicht mehr lüpfen. Lach mich nicht aus. Ah, Hunde. Vor denen habe ich Respekt, weil sie doch relativ schnell sein können. So. Na komm. Könnt mich alle mal. Ich habe gesagt, ihr könnt mich alle mal. So. Wieder volle Gesundheit. Eben mit Elektro würde ich einfach versuchen, die jetzt alle irgendwie das Loch reinzuhauen. Aber mit Erde lässt sich das nicht so gut kontrollieren und naja. Man will ja Style-Punkte auch irgendwo. Ist ja natürlich auch ein ziemlich großer Part. So. Ja, was willst du denn, Kumpel? Und einen übel schweren Hammer. Du meinst, du hättest eine Chance? Tja. Das meinst aber auch nur du. 2, 3, 4, 5. Tja. Flüchtet doch nur in Angst. 2. Okay. Wurde es mir halt nicht erlaubt, den nochmal irgendwie rumzudrehen? Reiner. Ja, irgendwann mal ist auch genug. Habe ich nicht irgendwie im letzten Part gemeint, dass der große Unterschied, oder vorletzten Part, zum ersten Teil mostly darin besteht, dass es hier fast keine riesig großen, langen, übelsten Gegnerhorden hat? Spiele ich gerade echt so. Was hast du gesagt? Gegnerhorden? Das klingt doch nach einer guten Idee. Ist hier was? Es sieht so aus, als ob hier irgendwas versteckt wäre. Ist das ein Schalter? Oh, okay, das war sogar mal ordentlich versteckt. Da rennt man eigentlich eher vorbei. Gut, unsere Magie ist voll. Bleibt nur noch unsere Gesundheit. Und es fehlen nur noch die Federn. Oh, hier scheint es aber nichts mehr zu geben. Oh nee, das wird nicht reichen. Es reicht für ein zweites Upgrade, aber ich würde schon gerne Falviers frostige Arktisbombe haben. So. Gut. Tür geht zu. Noch nicht. Okay, wir können sie wieder voll auffüllen. Schon nichts hier zu sein.
will er uns wegspringen? Mein grüner Wasserfall? Huch. Ich nehme mal stark an, ich soll wohl in die Richtung gehen, was? Okay. Ach. Ich sehe das Problem. Gut, dann rennen wir mal und hoffen, dass wir dadurch ja, komm. So, es ist natürlich auch eine Art und Weise, wie man das lösen kann. Aua. Ja, komm. Also zwei von denen sollten jetzt schon mal weg sein. Weil wir sie... Dann darf ich? Alter, dankeschön. Oh. Wir sind auch weg vom Fenster. Ich dachte, ich hätte mehr Gesundheit. Ich sollte vorsichtiger sein. Danke, Spyro. Gut. Oder wir schaffen es nicht hoch. Ist natürlich auch eine Option. Okay. Naja, ist natürlich so getimt, dass man da auch mehr oder weniger ordentlich durchkommen kann. So. Ah, da ist unsere Gesundheit hin. Aua. Das hat sich ja wieder wehgetan. Jo, und wie das wehgetan hat. Gut, ergibt aber auch Sinn, dass uns das einiges an Gesundheit gekostet hat. Naja, ihr habt's ja gesehen. Wow. Ich wollte eigentlich keine Arktisbombe zünden, aber gut. So. Okay, wir sind wieder ein bisschen voller. Ach, lasst mich doch in Frieden, ihr Affen. Aber die sehen irgendwie zerfressen von Krankheiten und sonst irgendwas aus. Ja, euer eigener Kommandant schmeißt mit Bomben nach euch. Fühlt man sich doch richtig appreciated, oder? So. Da kommt ihr beiden. Gut, diesmal haben wir das doch ein bisschen ordentlicher durchgeboxt. Zurück, wo du von wo du hergekommen bist. Dankeschön. So, nix da. So, mein Gott. Okay. Was war? Das war doch ordentlich. Ist hier irgendwas? Ah, da unten sind ein paar Punkte liegen geblieben. Ja gut, dann holen wir die jetzt schnell. Warum? Weil ich unsere Fähigkeiten upgraden möchte. Außerdem können wir uns jetzt auch ein bisschen umschauen. Vielleicht ist hier ja noch irgendwas. Auch wenn dem nicht der
Gut. So. Es fehlen noch 5 Federn. Okay. Gut. Wir haben ein bisschen eine Drachenstadt gesehen. Und Drachen waren scheinbar, bevor der Dunkelmeister komplett durchgedreht ist, einer der faszinierendsten, vielleicht sogar am weitesten entwickelsten Spezies. Wir haben schon verdammt lange nichts mehr gefunden. Ich mache mir langsam Sorgen. Naja. Wird schon hoffentlich seine Richtigkeit haben. Ist hier noch was? Ach, nee. Na gut, ist hier noch irgendwas? Auf den ersten Blick. Auch nicht der Fall zu sein. Es schneit hier. Es schneit, aber der Schnee will sich irgendwie nicht fest. Ah, da ist die nächste Feder. So. Alter, ihr Typen schon wieder. Alter, ihr seid aber auch nicht hübscher geworden vom letzten Mal. Ja, komm. Kann es sein, dass die aber ein bisschen andere Modelle bekommen haben? Wobei, beim ersten Teil konnten wir sie auch nicht unbedingt gut sehen, wegen... Na, wir arbeiten ja hier mit... einem Emulator. So. Gut, 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 gut. Die Feder ist ganz oben. Okay. Doch, das kriegen wir doch hin, Leute. Ich darf da gar nicht so weit drinnen stehen. So. Feder Nummer 36 ist unser. Gut, dann halt nicht. Egal, wir haben die Feder. Bereit? Wo kommen die jetzt nochmal? Du, sollen sie das doch ruhig tun? Stört mich jetzt nicht unbedingt. Geben ja Kram her. Aber das scheinen ja irgendwie Untote. Was schon Menschen zu sein. Ob das wohl ein Zeichen ist? Wer weiß das schon. Gut, dann versuchen wir jetzt, nach da oben zu gelangen. Und diesmal ohne in der grünen Suppe zu landen. Da das sogar sehr ungesund für uns ist. Wir sind ja gefühlt einfach one-shotted. So. Gut, wir müssen da hin. Am besten ist es natürlich bei der Konstellation, die gerade runterfließt. Na, mal schauen. Sobald wir da oben sind, können wir auch so für heute Schluss machen, würde ich sagen. Na komm, Sparrow. Oh, wir haben es geschafft. Sehr schön. Und da geht es jetzt auch weiter. Gut, dann würde ich mal sagen, machen wir hier Schluss. Da irgendjemand auf uns schießt. Ich danke euch vielmals fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Haltet die Ohren steif. Ciao.